Der Hype um Aktien wie GameStop erreicht neue Dimensionen, neue Exzessstufen, könnte man sagen. Und der reichste Mann der Welt, selbst sehr erfahren in der Schaffung von Blasen, nämlich Elon Musk, ist dabei mitzumischen. Das hat diese ganze Geschichte nochmal eskalieren lassen und es zeigt, was die Notenbanken angerichtet haben, was vor allem die Fed angerichtet haben. Die sagen, wir wollen ja, dass die Märkte funktionieren. Aha, seht mal her, wie diese Märkte funktionieren. Was ist der Unterschied zur Dotcom-Blase damals? Im Jahr 2000 und davor, da war es eben so, dass im Prinzip die Marktteilnehmer Aktien physisch kaufen mussten. Die waren teuer, da brauchte man sehr viel Kapitaleinsatz. Jetzt haben wir es mit einer Bubble zu tun durch Optionen. Da ist der Kapitaleinsatz in der Regel viel geringer. Da hat man ganz andere Hebelmöglichkeiten. Und so entsteht eine Situation, die jetzt Hedgefonds richtig in die Bredouille bringen kann, weil die eben in solchen Aktien wie GameStop short sind. Nach wie vor um und bei 139% beträgt das Short Interest in Relation zum Free Float, also zu den frei verfügbaren Aktien. Und das ist eine Konstellation, die für diese Hedgefonds mega gefährlich ist und die dafür sorgen kann, dass ein Hedgefonds kippt. Und das wiederum könnte dafür sorgen, dass wir dann plötzlich Turbulenzen an den Märkten sehen, weil keiner mehr weiß, wer welche Risiken hat. Das war im Prinzip die Struktur der Finanzkrise, wenngleich auch die Gefahr wahrscheinlich geringer ist. Aber schauen wir uns die Situation mal an. Elon Musk, es hat gereicht mit einem einzigen Tweet, der vergleichsweise intellektuell überschaubar ist, indem er sagte oder twitterte, GameStonk. Haha, das ist natürlich extrem lustig, Elon. Und da ist wirklich ein Philosophiestudium notwendig, um die Dimension dieser Aussage begreifen zu können. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass innerhalb von Minuten die Marktkapitalisierung von GameStop um über 3 Milliarden Dollar gestiegen ist. Die Aktie von um und bei knapp 140 Dollar kommt nachbörslich auf 240 Dollar gestiegen. Es ist einfach nur noch krass und krank, wie wir hier sehen, dann Schlusskurs After Hours, also praktisch der nachbörsliche Schlusskurs 209. Dollar. GameStop war gestern die am meisten gehandelte Aktie, nicht nur an der Wall Street, sondern hatte mehr Handelsvolumen als die gesamten Fang-Aktien zusammen, also eine Apple und so weiter und so fort, und hat sogar das gesamte Handelsvolumen beim Dow Jones übertroffen. Das sagt ein Stück weit alles. Hier sehen wir GameStop Nummer 1, dann Tesla, dann Apple, dann Microsoft, zu Microsoft gleich mehr. GameStop war gestern die am meisten gehandelte Aktie auf der gesamten Welt, auf diesem Planeten. Über 20 Milliarden Dollar in Volumen. Das ist mehr als der Spider, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Einfach nur noch surreal. Und erinnern wir uns, in 2008 gab es ja mal etwas Ähnliches mit Volkswagen. Damals wurde Volkswagen auch die größte Firma der Welt. Jetzt ist man nur noch ein Bruchteil zu Tesla in Sachen Marktkapitalisierung, auch unberechtigterweise, aber Schwamm drüber. Und jetzt müsste also GameStop nur noch auf 34.285 Dollar steigen, um die wertvollste Firma der Welt zu werden. Möglicherweise werden wir heute diesen Schritt erleben. Aber es ist schon erstaunlich, diese Parallele zu Volkswagen. Damals auch Leute, die short waren in der Aktie und die dann gezwungen wurden, diese Aktie zurückzukaufen. Wer short ist, hat eine Aktie leer verkauft und muss sie dann, um auf Null zu kommen, sozusagen die Aktie wieder kaufen, um diesen Short-Verkauf zu egalisieren. Und das hat diese wahnsinnigen Kursbewegungen bei Volkswagen ausgelöst. Hier sehen wir einen solchen Wall Street Bets Reddit Eintrag. Da hat jemand zum Beispiel mal sein Konto hier zur Darstellung gebracht, wenn es denn stimmt. 27.000 Shares, Market Value 5.913.000 Dollar. Und dann hat er Your Position durchgestrichen, Our Position. Also es versucht, diesen gemeinsamen Geist hier auf den Punkt zu bringen. Und wirklich, ich habe keinerlei Mitleid mit diesen Hedgefonds, nicht falsch verstehen. Aber was wir hier sehen, ist wirklich eine krasse Geschichte, ein Auswuchs, ein Exzess, der auf etwas grundsätzlich verweist, nämlich auf diese Spekulationsblasen, die sich an den Märkten gebildet haben. Den Notenbanken sei Dank. Die Notenbanken haben gesagt, ja, wir müssen die Wirtschaft retten. Quatsch. Ihr habt die Finanzmärkte gerettet vor Verlusten. Aber dieser Rettungsversuch, der zeigt sich eben jetzt, oder da zeigt sich, dass
dass solche Rettungsversuche eine Büchse der Pandora öffnen und man den Geist nicht mehr in die Flasche reinkriegen kann. Jetzt ist die Frage, wird die Fed sich dazu äußern? Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass da manche natürlich richtig Gewinne machen. Die SEC, die Börsenaufsicht, ist auch schon zumindest darauf aufmerksam geworden, hat aber bisher nicht sich dazu äußern wollen. Man habe es sicher auf dem Radar, so hieß es. Die SEC bekommt ja jetzt mit Gary Gensler einen neuen Chef. Aber sei es drum, hier zum Beispiel gestern auch wichtig, ein Open Letter to CNBC, also zu diesem US-Fernseh-Finanzkanal, kann man sagen, wo man sagt, ja, ihr seid doch diejenigen, die solche Hedgefonds pusht, die können durch Auftritte bei euch in Sendungen, können die Aktien manipulieren und jetzt wollen wir mal ein bisschen dagegen stinken. Es geht doch nur darum, solchen Firmen wie GameStop eine zweite Chance zu geben, bla bla bla. Ist natürlich ziemlicher Quatsch, diese zweite Chance, aber sie haben natürlich recht, diese Hedgefonds, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Märkte zu manipulieren, haben viel mehr Macht durch irgendwelche Meldungen, durch Auftritte in öffentlichen Medien. Wir haben keine Milliardäre, die uns ausbailen, wie hier bei GameStop, respektive bei Melvin Capital, das ja durch Citadel mit einer Finanzspritze von 2,7 Milliarden Dollar offenkundig gerettet werden musste. We want to see the lost porn. Also wir wollen sozusagen eine Art der Porno der Verluste sehen. Das ist also sozusagen jetzt eine Art Klassenkampf der Generation Z, die hier sagt, ja, okay, wir greifen jetzt die Wall Street an. Das ist ein bisschen so, wir haben den Sturm auf das Kapitol gesehen, jetzt sehen wir den Sturm auf das Kapital. So könnte man vielleicht formulieren. Sei es drum, wir sind die Most Shorted Stocks, die 10 Most Shorted Stocks im Russell 3000. Da ist dieser Basket, dieser Index, wenn man so will, gerade erst geschaffen worden und der explodiert jetzt durch die Decke. Andere Firmen sind dabei, National Beverage Corporation, FIS ist da, das Kürzel ist einer davon, explodiert ähnlich, viele andere explodieren ähnlich und die Fed ist eben, das hatte ich gestern schon gezeigt, ein Casino geworden, wo Jay Powell praktisch der Blackjack-Dealer ist, der die Chips auf Kosten des Hauses verteilt, jeder kann risikolos mitspielen, die Fed sprach immer wieder davon, ja, wir müssen ja das Funktionieren der Märkte gewährleisten, ja, seht mal her, was ihr mit diesen Dingen gemacht habt, das hat mit Märkten nicht mehr viel zu tun, das ist einfach nur noch Exzess und man muss einfach sagen, ihr habt diesen Zirkus, wie Sven Henrik das hier thematisiert, ihr habt diesen Zirkus geschaffen. Jetzt schaut mal, wie ihr damit umgeht. Heute Abend ja die FED-Sitzung, 20 Uhr das Statement, 20.30 Uhr dann die Pressekonferenz von Jerome Powell. All das bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren, da unbedingt reinschauen. Jetzt ist die Frage, wie gefährlich ist diese Geschichte? JP Morgan sagt, naja, okay, wir sehen natürlich exzessive Blasen, zum Beispiel bei diesen SPACs, bei diesen Börsenmänteln, die derzeit reihenweise an die Märkte gebracht werden durch IPOs, also durch Börsengänge, deren Zweck es alleine ist, einen Börsenmantel darzustellen, mit dem dann andere Firmen gekauft werden könnte. Also diese SPACs, Bitcoin und einige Penny Stocks sind Asset Bubbles, die ähnlich sind wie im Jahr 2000. Die können böse enden, aber sie beeinflussen nicht die derzeitige Ökonomie oder auch eben das Banksystem. Ja, ist wahrscheinlich richtig. Muss man zustimmen. Allerdings ist es eben so, wenn ein Hedgefonds wirklich ins Kippen kommt, dann muss er vorher versuchen, eben Assets zu verkaufen, seine Long-Positionen zu verkaufen, um Marge zu generieren. Das könnte einen praktisch Domino-Effekt geben. Andere Hedgefonds, die Short-Positionen haben, die nach oben gezockt werden, müssen dann eben auch verkaufen. Und wir haben einen 3% Rückgang fast gesehen vorgestern, weil offenkundig hier Marge gebraucht wurde. Also das ist durchaus etwas, was die Märkte beeinflussen kann. Wir sehen, dass das Ganze jetzt auch hier in deutschen Medien ankommt, wie ein Schwarm von Internet-Kids, die Wall Street in die Knie zwingt. Die sitzen da offenkundig bei ihren Eltern noch im Keller, weil sie noch keine eigene Wohnung haben und sprechen sich dann ab. Einer, der ja long ist in GameStop, ist Michael Burry, der ein legendärer Investor ist, der sehr bekannt wurde durch das Buch von Michael Lewis und den Film dann The Big Short für all diejenigen Generation Zettler,
die bisher nur long gehen, lest mal dieses Buch. Da sind Leute reich geworden mit Short-Positionen, haben allerdings zwischendurch auch einen ziemlich bumpy ride gehabt, also einen ziemlich wilden Ritt. Aber sei es drum, wir sehen hier, dass übergeordnet jetzt die Märkte wieder ein anderes Muster haben. Wir sehen jetzt, dass Tech wieder besser läuft, Growth besser läuft in Relation zu Value. Hier sehen wir, dass wir da von einer wichtigen Unterstützungsmarke Growth zu Value abgeprallt sind. Wir sehen gestern Energy, Financials, Industrials, Materials, also diese Reflationstrade. Gewinner, diese Impfstoffhoffnung, alles wird gut, Gewinner, die sind jetzt plötzlich wieder unter Druck und Tech läuft besser. Insgesamt sieht man, dass jetzt seit September letzten Jahres die Outperformance für US-Aktien gegenüber dem MSCI World oder gegenüber den Weltaktien aufgehört hat, eine 10-jährige Strecke aufgehört hat. Auch das finde ich interessant. Wir haben dann auf der anderen Seite eben die Zahlen von Microsoft, die wirklich sehr, sehr stark waren. Gestern schon ja die Aktie vor im regulären Handel mit einem Allzeithoch, dann noch höher, nachdem sowohl der Umsatz vor allem überzeugt hat, 50% Umsatzsteigerung, und das Ganze hatte sich gestern schon so ein bisschen angekündigt, charttechnisch, weil man eben aus dieser Wedge, aus dieser Formation nach oben ausgebrochen ist. Und was haben wir noch? Wir haben heute, meine Damen und Herren, großen Tag für die Finanzmarktwelt.de reinschauen, denn wir werden Tesla abbilden, die Zahlen angekündigt für 22.05 Uhr. Wir haben Facebook auch 22.05 Uhr und wir haben vor allem Apple 22.30 Uhr. Tesla und Apple werden wahrscheinlich etwas wichtiger. Facebook ist zuletzt nicht so gut gelaufen, aber Hauptsache Tesla ist gut gelaufen. Da wieder die Brücke zu Elon Musk, der jetzt auch diese GameStop-Blase noch weiter aufbläst und selber sehr erfahren ist in der Aufblähung seiner eigenen Blase. Hier die Marktkapitalisierung von Tesla in Relation zu allen anderen Autofirmen. Wer als Außerirdische auf die Welt käme, würde denken, die ganze Welt fährt Tesla, und das stimmt natürlich auch, meine Damen und Herren. Also, das wird heute ein interessanter Tag, Fed und die Zahlen der Großen. Dazu dann GameStop oder andere Zockeraktien, die wir im Fokus haben sollten, denn sie können durchaus den Gesamtmarkt beeinflussen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und ciao.